Wie du Glück in dein Leben bringst, mach dir Fortuna zur Freundin. Glück hat man oder nicht. Solche und andere Sprüche kennt der Volksmund zu Genüge. Doch warum scheinen manche Menschen alles zu bekommen, was sie sich wünschen, und warum gehen andere leer aus? Gerade jene Zeitgenossen unter uns, die es locker nehmen und scheinbar spielend leicht jedes noch so hoch gesteckte Ziel erreichen, dürften das Glück gepachtet haben. Wir zeigen dir in unserem heutigen Podcast ein paar Tricks und Abkürzungen, wie du Fortuna bezirzen und auf deine Seite ziehen kannst. Nummer 1. Am Anfang steht die Dankbarkeit. Ein simples, aber ausgesprochen effektives Ritual, um das Glück in dein Leben zu ziehen, ist Dankbarkeit. Sie ist die Basis, wenn du ein zufriedener und erfüllter Mensch sein möchtest, der auf der Sonnenseite des Lebens zu Hause ist. Schreibe dafür jeden Morgen mindestens 3 Menschen, Umstände oder Dinge auf, für die du aufrichtig dankbar bist. Grundsätzlich gilt: Nichts ist zu klein und unbedeutend oder zu groß, um nicht einen Moment ehrlicher Wertschätzung pro Tag erfahren zu dürfen. Deinem Glück auf die Sprünge hilft bei dieser Übung das Gesetz der Anziehung. Indem du dir jeden Tag vor Augen führst, wie viel Glück du in deinem Leben bereits hattest, desto mehr davon ziehst du an wie ein Magnet. Willst du Gutes in dein Dasein holen, muss Gutes bereits vorhanden sein. Nummer 2. Nutze die Macht der Visualisierung. Glück ist kein Aggregatzustand, sondern ein Hochgefühl. Nutze diese Tatsache für deine Zwecke und visualisiere nicht nur das Geschehen, das du dir ersehnst, sondern spüre es mit jeder Phase deines Körpers. Das Manifestieren unserer Wünsche ist ein sehr effektives Tool, das wir jederzeit und praktisch überall anwenden können. Nutze die freien Zeiten des Tages, den öden Platz in der Warteschlange oder die Minuten vor dem Einschlafen, um deine Wunschvorstellung von Fortunas Segen mit allen Sinnen zu fühlen. Die Bilder in deinem Kopf müssen auch hörbar und fühlbar werden. Ist es beispielsweise die große Liebe, an die du dein persönliches Glück knüpfst, stell dir vor, wie er Hand in Hand an einem Strand spazieren geht. Rieche das Meer, schmecke die salzige Luft auf deinen Lippen und fühle die Hand deines Lebensmenschen in deiner. Solche Situationen kannst du täglich 100-fach erschaffen. Achte auf die Details und bring deine Energien in Schwingung. Sie senden jedes Mal, wenn du das Glücksgefühl in dir spüren kannst, eine Welle in die Welt hinaus, die irgendwo auf Resonanz trifft. Nummer 3. Werde dir klar über deine Wünsche. Einfach glücklich sein zu wollen reicht nicht, damit sich die Hebel des Universums in Bewegung setzen. Wenn du dir beispielsweise ein neues Zuhause wünschst, musst du ins Detail gehen. Vergiss die Nachbarn dabei nicht, mit ihnen steht und fällt unter Umständen dein Seelenfrieden. Sei präzise und genau. Nur so bekommst du das, was du wirklich möchtest. Eine Beförderung oder ein Karrieresprung ist ebenfalls ein frommer Wunsch, der sich jedoch als gnadenloser Bumerang erweisen kann. Mehr Geld, mehr Prestige und Vergünstigungen wie ein Dienstwagen oder Homeoffice sind schöne Köder, mit denen schon so mancher erfolgreich von Unternehmen an den Angelhaken gelockt wurde. Doch wie sieht es mit dem Betriebsklima aus? Wie zuverlässig ist dein Team? Kommen die Vorgesetzten direkt aus der Hölle oder haben sie zumindest die Grundidee von Führen und Leiten verstanden? Nummer 4. Glaube an das Glück. Dieser Punkt ist schwierig und sehr wichtig zu gleichen Teilen. Die Sache mit dem Glauben steht und fällt mit einem einzigen Erlebnis, das uns diesbezüglich die Augen geöffnet hat. Wer diese Aha-Momente schon öfter erleben durfte, weiß, dass der Glaube niemals umsonst ist. Beim Glück verhält es sich ganz ähnlich. Wir müssen überzeugt davon sein, dass es genug davon auf der Welt gibt und wir nur den Verteilungsschlüssel zu unseren Gunsten korrigieren. Achte dabei auf das Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Nur weil wir gedanklich wild entschlossen sind, dass wir nun unseren Anteil an Fortunas Füllhorn verdienen, bedeutet dies nicht, dass wir nicht unbewusst daran zweifeln. Hör in dich hinein. Was sagen deine inneren Kritiker?
Trägst du vielleicht noch negative Glaubenssätze in dir, die dir bislang schon das Leben schwer gemacht haben? Zweifelst du am Schicksal? Oder denkst du überhaupt tief in dir drinnen, dass du Glück gar nicht verdient hast? Auch dann wird es problematisch, wenn du das Manifestieren, Wünschen oder Beten nicht vollständig für bare Münze nehmen kannst. Nur ein kleiner Teil in dir, der dabei an Humbug oder esoterischen Nonsens denkt, kann dein wunderschönes Luftschloss im Nu zum Einsturz bringen. Selbstsabotage ist leider ein Dämon, den viele von uns in sich tragen. Nummer 5. Lass negative Gedanken außen vor. Freude und Glückseligkeit sind durch und durch positive Gefühle. Sie erzeugen Schwingungen, mit denen wir wahrhaft Bäume ausreißen und die ganze Welt umarmen könnten. Ihr größter Feind ist der Pessimismus. Vielleicht hast du dich schon oft gefragt, warum manche Menschen wie fleischgewordenes Unglück durch ihr Dasein schleichen und von einer Panne zur nächsten laborieren. Wer sich als Unglücksrabe oder Pechvogel sieht, wird genau diesen Lifestyle anziehen. Auch hier regiert wieder das universelle Gesetz der Anziehung. Deine Gedanken werden eins mit deinen Gefühlen. Diese formen deine Worte, dein Handeln und deine Außenwirkung. Alles beginnt also im Kopf. Achte einen Tag lang bewusst auf deine Gedankengänge. Wie oft schießen dir unschöne Kommentare durch den Kopf? Wie oft ärgern dich Menschen oder Situationen und entlocken dir ein ungutes Gefühl in der Magengegend? Lass nicht zu, dass Wut oder Ärger über Kleinigkeiten dir den Weg zum Glück verbauen. Du musst nicht gleich zum beseelten Glücksbärchen mutieren und alle Menschen in dein Herz schließen. Es reicht schon, wenn du jedem negativen Erlebnis eine positive Seite abgewinnen kannst. Und die gibt es immer. Das kannst du vorbehaltlos glauben. Nummer 6. Fühl dich gut und tue Gutes. Ein einfacher Schritt, um die Glücksgöttin gnädig und großzügig zu stimmen, ist die Arbeit an uns selbst. Die Eigenliebe ist nach der Dankbarkeit die wichtigste Voraussetzung, um zum universellen Glücksfall zu mutieren. Wie wir selbst uns sehen und wie wir von anderen wahrgenommen werden wollen, macht einen ganz entscheidenden Unterschied, wenn wir die Straße des Glücks zu unserer Hauptverkehrsroute machen möchten. Gibt es Dinge an deinem Äußeren, die du schon lange ändern wolltest? Wie schaut es mit deiner repräsentativen Außenwirkung aus? Der Satz "Kleider machen Leute" ist so wahr, wie er alt ist. Es geht hier nicht um bloßes Blendwerk und oberflächliche Luxusproblemchen. Entscheidend ist, wie gut du dich jeden Tag deines Lebens fühlst. Was du dazu beitragen kannst, weißt du selbst am besten. Im Notfall hilft es immer, eine gute Tat zu begehen. Hierüber freuen sich Fortuna und Karma gleichermaßen. Unser heutiges Fazit: Sei nicht ungerecht. Das Glück ist keine Flatrate, auf die wir mit der Stunde unserer Geburt lebenslangen Anspruch haben. Schwere Zeiten gehören zum Leben dazu, müssen aber nicht im Vordergrund stehen. Es ist normal, nicht immer auf der Gewinnerseite zu stehen. Doch wir entscheiden bewusst, ob wir uns im Selbstmitleid suhlen möchten und dem Glück so für immer entsagen. Glück will Wertschätzung. Behandle es dementsprechend und es wird dich nie verlassen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.